So, das wird jetzt hier der nächste Kameratest. Ich bin mal im Wald. Es ist schon ziemlich schummrig. Wir haben es irgendwas um 17:30 Uhr. Und ich will einfach mal testen, was die neue Kamera so drauf hat, ein bisschen. Vor allem jetzt bei diesen doch schon sehr schummrigen Lichtbedingungen. Es sieht deutlich besser aus als das, was die andere Kamera vom Motorola Moto G machen konnte. Und ja, das wäre hier nicht der Gear Channel, wenn ich nicht was Neues zum in die Kamera halten hätte. Und zwar habe ich erst bekommen das CRKT. Entschuldigt bitte, Autofokus ist noch nicht so gut drauf. Das CRKT Journeyer. Das ist vom Waldbär. Seinen Kanal tue ich euch logischerweise mal in die Videobeschreibung. So, hier haben wir es. Tue ich euch logischerweise in die Videobeschreibung. Vielen Dank. Das Ding überrascht mich absolut, absolut positiv. Das war ja auch schon auf ein paar Kanälen. Stefan hat es, glaube ich, schon mal vorgestellt. Und ich finde das Ding einfach nur cool. Es ist mal wieder eine richtig coole 42A-konforme Option mit einer erstaunlich guten Handlage. Also für mich Handschuhgröße 9 finde ich das absolut spitze und handfüllend und bequem. Hohlschliff, ein wahnsinniger Klingengang. Das liegt auch daran, dass da Bronzewascher drin sind. Das kriege ich jetzt garantiert nicht gezeigt. Und ist, wie ihr seht, ein Slipjoint. Und das Ganze geht ähnlich wie beim Sanrin Mu 9054 über zwei so Detentflügel mit, also über zwei so Flügel mit Detentböllen. Und das finde ich einfach bloß cool. Also es ist jetzt nicht die stärkste Haltekraft. Aber ich finde das Teil echt nur genial. Ich habe es jetzt die letzten Tage nicht mehr aus der Hand gelegt und nicht mehr aus der Hosentasche bekommen. Es ist richtig, richtig cool. Und das kriegt auch noch eine extra Vorstellung. Jo, dann schauen wir noch mal kurz, was die Kamera sonst so macht. Also, klar, es ist schon schummrig und man sieht schon Gerausche, aber ich finde es eigentlich viel besser als bei der alten. Jetzt schauen wir uns mal an, was es hier so mit irgendwelchen Details, wie es hier aussieht. Das ist jetzt eigentlich relativ schwierig für den Fokus. Das finde ich aber sehr cool, dass das funktioniert. Bisschen rumfokussieren nach hinten. Ja, also ich finde es tausendmal besser als von der alten Kamera. Das heißt, hiermit wird in Zukunft gefilmt. Und dann heißt es wahrscheinlich, ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zu meinem Giveaway-Video, weil ich habe ja jetzt die 250 geknackt. Also, vielen Dank fürs Reinschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.